Hallo Freunde der Füße, herzlich willkommen zur 27. Fußmesse in Kassel. Wir haben wieder tolle Aussteller für euch interviewt und heute dreht sie sich großteils um das Thema Hygiene. Wie das ganze Jahr schon fast, wenn ihr meine Videos ja verfolgt. Und ja, somit wünsche ich euch viel Spaß auf der Messe. Ich liebe ja Messen, denn auf der Messe trifft man ganz viele Kollegen, man lernt neue Techniken, neue Firmen kennen. Die Firmen können sich präsentieren und geben großteils auch noch einen Messerabatt. Was ich hier aber leider im Video vorerst schon mal ankündigen muss, die Tonqualität ist leider nicht die beste. Denn mein Mikrofon hat unbedingt gemeint, es müsste während des Aufnahmens irgendwelche komischen, verzerrten Sachen machen und bei der letzten Aufnahme ist es sogar ausgefallen. Ich gelobe Besserung, im nächsten Jahr habe ich einen neuen Ton dabei. Hallo Freunde der Füße, ich bin jetzt am Stand von Podo Deutschland. Er ist der Veranstalter von der Fußmesse in Kassel. Neben mir ist die Vizepräsidentin, Frau Buro. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Sehr schön, dass wir uns im Gespräch hier zusammentreffen konnten. Freut mich auch sehr. Beim Verband kann man ja Mitglied werden. Wie wichtig ist es, dass man Mitglied wird im Verband? Grundsätzlich ist es immer wichtig, ein Mitglied in einem Berufsverband zu sein. Vor allem, ich sag mal jetzt so, in dem größten Berufsverband, den wir in Deutschland tatsächlich auch haben, um nämlich auch ganz schnell und in kürzester Zeit zu neuen Informationen zu kommen. Gerade alles so rund um Kassenverträge, Kassenzulassung, Neuerungen im Bereich der Podologie. Und dafür ist es natürlich wichtig, Mitglied zu sein, den Berufsverband oder grundsätzlich den Beruf voranzubringen. Weil nur als Gemeinschaft sind wir am Ende des Tages auch stark. Das stimmt. Also Verbandsarbeit ist ja großteils auch wichtig, gerade mit den Krankenkassen. Wie sieht es dann aus mit den Praxen, die Zulassung haben? Sollten die eigentlich alle im Verband sein? Absolut, weil die kriegen die Informationen als erstes. Die kriegen die Informationen aus erster Hand. Wir sind der Verhandlungspartner mit der GKV, sitzen also direkt am Tisch, sind auch immer diejenigen, die Ideen und Wünsche aus der Mitgliedschaft tatsächlich auch mit in die Kassenverhandlungen nehmen. Also wir gehen da auch immer in Rücksprache mit unseren Mitgliedern. Was sind so Dinge, wo man vielleicht nochmal nachverhandeln sollte, wo man ins Gespräch gehen sollte? Und das machen wir eben nur bei unseren Mitgliedern. Ja, ganz klar. Also bringt es große Vorteile, wenn man im Berufsverband drinnen ist. Wie sieht's aus? Gibt es jetzt zu der Messe so ein kleines ja, Leckerli, dass man Mitglied wird? Genau, also diejenigen, die hier auf der Messe sich entscheiden, Mitglied bei uns zu werden, kriegen die also erstmal einen Monat beitragsfrei, wenn dann noch ein Lastschrifteinzug zugestimmt wird, den zweiten Monat sogar noch beitragsfrei. Es gibt natürlich auch so kleine Geschenke, die es auch nur hier so auf der Messe gibt, so als Begrüßungsgeschenke für unsere neuen Mitglieder. Das lohnt sich ja. Also, liebe Podologen, die ihr eine kassenzugelassene Praxis habt und noch nicht Mitglied seid, überlegt es euch, denn der Verband führt für euch die Verhandlungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle die Verbände unterstützen. Danke vielmals. Vielen Dank. Das Thema Barfußlaufen und Schuhe mit breiter Zehenbox und hoher Zehenbox, damit die Zehen viel Platz haben, ist auf dem Kanal immer wieder ein Thema. Ich habe hier auf der Messe die Firma Go Free gefunden und Herr Hoffmann wird uns einmal erklären, was die Sockenschuhe, ihr seht sie hier, und auch die Schuhe mit breiter und hohen Zehenbox für unsere Füße bedeuten. Ja, freut mich. Herzlich willkommen bei unserem Stand und grundsätzlich geht es ja eigentlich immer darum, dem Fuß ein bisschen Platz zu geben, also auch, ich sag mal, irgendwelchen Deformationen im Grunde vorzubeugen, wenn sie da sind, wieder Freiraum zu geben für die Füße. Und gerade im Zehenbereich ist das immer wichtig. Und man kann sie eben erreichen, sowohl, wie Sie eben schon gesagt haben, mit diesen Sockenschuhen, die sich ganz den Fuß einfach anpassen, entsprechend ausdehnen auch mit. Oder eben mit einem Schuh, der einen entsprechend geformten, naja, Reis, eine entsprechend geformte Zehenbox eben auch schon mitbringt. Und da haben wir eben die Marken Skinners und Xero Shoes mal exemplarisch jetzt mit auf der Messe dabei. Und ja, darüber hinaus haben wir aber eine ganze Range an ja, Möglichkeiten eben auch, die man bei uns kennenlernen kann. Bis von der Sandale bis zum Winterstiefel eigentlich, sagen wir mal. Also ich kriege oft so Werbungen angezeigt von den Sockenschuhen. Wie sieht's aus? Kriege ich welche zum Testen und darf ich die für meine Zuschauer testen? Ja, selbstverständlich. Also es ist, gerade mit den Sockenschuhen ist es wirklich so, wenn man sie anhat und man macht die ersten paar Schritte, das ist ein richtiges
Erlebnis, einfach auch sensorisch im Grunde genommen. Von daher unbedingt testen. Also wir schicken gerne ein paar zu und dann würde ich sagen, freuen wir uns auch auf das Feedback zu dem Test natürlich. Wunderbar, dann freue ich mich schon auf das neue Gefühl und für euch gibt es dann ein extra Video zu den Sockenschuhen, wie ich die finde und wie das Resümee dann ausfällt. Vielen Dank. So machen wir, sehr gerne. Wir sind nun am Stand von Euronda. Frau Haferberg wird uns erklären, wer Euronda ist und was sie für uns in der Podologie zu bieten haben. Ja, hallo. Die Firma Euronda gehört zu den führenden Herstellern von Aufbereitungsgeräten. Wir haben Geräte zur Reinigung, Desinfektion, Verpacken und Sterilisieren. Es ist ein italienisches Unternehmen und seit 2001 werden die Geräte in Deutschland gewartet, repariert, vertrieben. Genau. Außerdem hat Euronda eine Anzahl von Einmalartikeln, Handschuhe, Mundschutz in bunten Farben und dafür ist Euronda bekannt, dass alle Einmalartikel in verschiedenen bunten Farben zur Verfügung stehen. Das ist schön, wenn man in der Praxis mal einen Farbklecks hat und Euronda bietet auch noch das Ganze drumherum an. Freunde der Füße, wir sind am Stand von Valiprax. Valiprax war ja bei mir in der Praxis zum Validieren. Wer das Video noch nicht kennt, hier oben ist der Link dafür. Herr Hegemann, was macht Valiprax noch außer Validierungen? Wir bieten auch bei bestimmten Geräten den Service wie Wartung und dann auch die Validierung an. Spezialisiert sind wir auf die Geräte von der Firma Euronda. Dort war ich selbst jahrelang Techniker und dann haben wir uns dann im Bereich der Validierung halt selbstständig gemacht und ja, bieten halt neue Geräte Euronda an und halt auch die Wartung und die Validierung. Ich habe auch hier am Stand gesehen, Sie bieten auch die Verbrauchsmaterialien an. Ja, bei uns im Shop steregutverpacken.de gibt es halt noch alles, was mit der Aufbereitung zu tun hat. Die Sterilisationsfolie und auch Testkörper und Handschuhe und Mundschutz und so weiter. Wie oft empfehlen Sie Ihren Kunden, die Validierung zu machen? Da gibt es eigentlich keine Empfehlung, da gibt es ja die Richtlinie nach. Und beim Autoklaven ist diese bei streng genommen jährlich, aber unter bestimmten Voraussetzungen können die auf 2 Jahre gesetzt werden, die Validierungsintervalle. Beim RDG ist sie einjährlich, genauso wie beim Siegerprozess. Wunderbar. Also, wollt ihr auch den Rabatt, den die Firma Valiprax auf ihrer sterilgutverpacken.de Seite hat? Ich blende ihn hier nochmal ein und unten in der Videobeschreibung ist er auch nochmal verlinkt. Vielen Dank. Gerne. Wir sind jetzt am Stand von B&H. Da habe ich ja ganz viele Videos schon gemacht und seit September gibt es eine Desinfektionslinie. Frau Günnewig wird uns jetzt erklären, was diese Desinfektionslinie alles kann. Ich freue mich, dass wir uns hier vorstellen dürfen und die Produkte präsentieren dürfen. Wir haben seit September tatsächlich neue Desinfektionsmittel am Markt. Wir haben einmal Swipes, die mit einer kurzen Einwirkzeit gut die Fläche benetzen und ihnen ihre Arbeit unterstützen. Zusätzlich haben wir für Instrumente, wir haben ein Pflegebad, also wo sie vorreinigen können. Das ist ein Konzentrat, was sie eingeben können und die Instrumente, wie gesagt, vorreinigen können. Das haben wir dann auch noch zusätzlich für rotierende Instrumente. Das ist dann allerdings schon eine Fertiglösung. Zusätzlich dazu haben wir noch eine ganz schöne Handcreme, die sich schön verteilen lässt und schnell einzieht. Dankeschön. Also B&H wird langsam ein großer Ausstatter für die Podologie. An manchen Ständen gibt es Vorführungen. Hier zum Beispiel am Stand von 3TO erklärt mein Kollege Eskild Sörensen die dreiteilige Nagelspange von 3TO. Ich finde es immer sehr praktisch, wenn Kollegen etwas vorführen, denn dann kann man gleich vor Ort Fragen stellen zu den Spangen, zu den Produkten und somit kann man etwaige Fehler in der Praxis vermeiden. Freunde der Füße, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Unser Messerundgang ist fast beendet. Ich bin jetzt beim letzten Stand und zwar bei der Firma Mellag. Die Inhaber, die Gebrüder Gebauer, werden jetzt die Firma Mellag kurz vorstellen. Ja, herzlich willkommen hier am Mellag-Stand. Ich greife mal das kleine Mikrofon
Ja, Melag ist tatsächlich ein 100%iges Familienunternehmen. Mein Bruder und ich dürfen das Unternehmen jetzt seit gut 5 Jahren in der 3. Generation führen. Wir sind so richtig mittelständisches Familienunternehmen, produzieren ausschließlich in Berlin, in Deutschland, mit in etwa 500 Mitarbeitern an unserem Firmensitz und konzentrieren uns total auf die Hygieneprodukte, die wir heute hier auch auf der Fuß in Kassel ausstellen können. Vielen Dank. Danke auch für die nette Anmoderation. Da geht einem ja wirklich das Herz auf. Ja, wenn wir schon bei den Produkten sind, freuen wir uns, dass wir dieses Jahr ein brandneues Gerät sogar vorstellen für den Podologiemarkt in 2 Varianten. Aber was eben das Neue ist, wir haben eine deutlich bessere Dokumentation bei unserem neuen Autoklaven. Wir haben ein Touch-Display. Vorher hatten wir die Tasten, es war ein bisschen umständlich, immer zu bedienen. Jetzt ist es einfach so, dass wir gesagt haben, der Bediener, die Bedienerin, die stehen im Vordergrund, die sollen einfach sehr, sehr leicht ein Gerät bedienen können. Und deswegen haben wir da großen Wert drauf gelegt. Trotzdem natürlich, wie immer, bewährte Mela-Qualität, wie mein Bruder jetzt schon gesagt hat, made in Germany, da wollen wir auch nicht weg von, sondern das ist nach wie vor alles bei uns in Berlin gebaut. Ja, und wir freuen uns sehr, das präsentieren zu können. Und was wir auch merken, gerade jetzt bei dieser Messe, bei diesem Kongress, ist, dass das Thema Melatherm, also dieser Thermodesinfektor, den wir haben, dass es auch mehr und mehr nachgefragt wird, weil eben viele sagen, Mensch, ich will nicht manuell die ganze Zeit arbeiten, sondern ich will mich auf die Patientinnen und Patienten konzentrieren. Und ich will die Instrumente in die Maschine tun, Tür zu, an, und dann will ich sie so entnehmen, dass ich dann damit arbeiten kann, ohne dass ich eben da eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde im Raum stehe und die Instrumente schrubbe. Und das sind einfach so diese Trends. Genau, wo wir ganz happy sind mit den Produkten. Ja, gut, wusste ich es jetzt. Was wir noch sagen müssen, neben den Produkten, es ist natürlich auch so das Thema Dienstleistung. Wir haben ganz, ganz tolle fachende Partner, die hier drauf vertreten sind, die unsere Produkte vertreiben. Aber was wir hier auch im Hintergrund sehen, wir haben einen ganz, ganz tollen Service. Wir haben bundesweit ein dichtes Netz an Servicetechnikern, wo natürlich dann damit auch gewährleistet ist, im Bedarfsfall bei einer technischen Störung, dass unser Team da ganz schnell vor Ort ist und das auch bundesweit zu wirklich beschreiben, wie der Service verbessert, zu wirklich fehlen. Also, Melag bietet alles aus einer Hand. Das heißt, die Geräte, die Validierung, die Reparatur und alles kommt von einer Firma. Was will man mehr? Somit erleichtert es uns in der Praxis die Arbeit, falls wir irgendwas brauchen. Liebe Freunde der Füße, das war's mit dem Messerundgang. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf der Messe. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, einfach unten in die Kommentare rein. Natürlich Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren, wer noch kein Abonnent ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Daumen hoch von uns auch. Zurück ins Studio. Tschüss.